So, was haben wir hier? Weißt du was? Ich rate einfach mal. Was für Ophelia. I will stop you here and now. Ah, guck mal hier. Matthias mit seinem komischen Dreizack. Wir lagen richtig. Klar, jetzt kannst du sagen, du Type nimmst das gerade alles nochmal nachträglich auf, weil du die erste Aufnahme versaut hast. Aber wenn ich ehrlich bin, ich hab's damals auch richtig geraten. Also, lass mich in Ruhe. Ich wusste das auch schon, bevor mir in die Kommentare geschrieben wurde, was ich eigentlich schon längst hätte wissen müssen. Das ist so banal, ich komme richtig bescheuert vor, weißt du? Weil... Wieso ist mir nie aufgefallen, dass die Anfangsbuchstaben der Protagonisten zusammen die Worte Octopath Traveler ergeben? Also Octopath in dem Sinne nur. Ist das... Auf sowas würde, das ist genau derselbe Blödsinn, den ich mir ausdenken würde als Spielentwickler, wenn ich Leute benenne. Warum komme ich auf sowas nicht? Ich war zu tief eingetaucht in das Ganze und dachte mir, ach, schöne Namen. Philly, Honey und so weiter. Aber ja, alle Figuren zusammen heißen Octopath. Danke für den Hinweis. Ich komme ja selber nicht drauf. So, Matze hier dürfte eigentlich kein Problem sein, ne? Was soll der schon machen, großartig. Ja, war, glaube ich, Phillys Finalgegner, also... Mir wurde auch gesagt, dass die Bosse sich hier offenbar... dass die gebufft werden, wenn es nur Stufe 3 Bosse sind, also die vom dritten Kapitel, aber ich glaube, Matze war aus dem vierten Kapitel. Was war denn das dritte Kapitel? Schon wieder vergessen bei Philly, was das war. Das wird mir sicherlich irgendwer schreiben, wenn ich kann es ja nochmal nachgucken. So! Jetzt, wo er gebrochen ist, können wir ihn malträtieren, ne? Let my arrow fly in true. Ich habe blöderweise nicht gesehen, wie viele Kraftpunkte er hat. So, was können wir mit dir anstellen, Honey? Löwenhund, wie immer. Angriffe, wie immer. Nochmal. Ich glaube, ich werde das wieder alles Cyrus überlassen. Let's see. So, 141.000 hat er noch. Und er ist empfindlich gegen Axt, was natürlich wieder herrlich ist. Jeder Boss ist gegen Axt empfindlich. Fand ich übrigens auch schön, wie gesagt wurde, dass die Kuschelkatze mich in Sicherheit wiegen soll. Ja. Hat sie das? Ich weiß gar nicht. Also die Bosse aktuell haben schon so einen Stärkegrad, den ich erwartet habe, nachdem ich gegen Kuschelkatze gekämpft habe. Und das ist auch soweit alles in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist so ein blöder Wolf, der unerwartet krass drauf ist. Aber egal. So, Ferion. Dann fangen wir an vorzubereiten. Die Frage ist, wie? Das war jetzt irgendwie blöd, weil das bringt uns nichts. Oder hast du gerade irgendwas abgezogen? Ich weiß gar nicht mehr. In jedem Fall war es überflüssig, weil Axt. Mit Axt geht alles. Gut, Cyrus, könntest du jetzt bitte einen, du weißt schon, Elementarbruch machen? Genau, da war der. Yay! Gut. Dann kann Honey, Ferion, braucht sie gar nicht Punkte geben. Was machst du denn stattdessen, Honey? Zieht ein bisschen was ab und du triffst ziemlich oft daneben. Egal. Egal. Now to the main attraction. Elephant Erleuchtung auf Cyrus. Was? Meine Platte hat einen Sprung? Glaube ich nicht. Das ist funktioniert. Lass mich doch. So, Philly, was machen wir mit dir? Wir sind alle übergesund. Also von daher... Licht? Warum nicht? Licht. Frage ist, ob gebufft oder nicht. Ich glaube, wir heben uns das lieber auf. Vielleicht klappt's ja und Cyrus, er könnte dann in der nächsten Runde wieder 3 Punkte haben. Und dann gleich nochmal angreifen. Weißt du? Aber bis dahin... Lux, Conjure Air! Conjure Air! So, das waren jetzt fast 60.000 weniger. Wenn ich das nochmal mache, ist er im Prinzip schon weg. I'll do my best. Das will ich doch hoffen, Süße. Das will ich hoffen. So, die Frage ist, warum hast du jetzt den Speer in der Hand, Kleiner? Mach mal, Schnuppi. Schnuppi bringt gar nicht so viel. Schade. So, Ferion, du hast aus irgendeinem Grund gerade überhaupt nichts mehr. Was ein bisschen doof ist. Aber egal.
Schneesturm. Kommt der zwei weg, dann kann Honey nochmal ein paar Mal mit Axt zuspannen. Dann hat es das wieder erledigt. Gut. Die Runde haben wir auch relativ gut überstanden. Ja. Wo ist sie denn? Da ist die Axt. Axt! So, Cyrus, du hast zum Glück noch einen Boost. Nutze ihn, mein Freund, nutze ihn. Oder nutze den Elementarbruch. Ja, vielleicht wäre Elementarbruch besser gewesen, weil guck mal, wie wenig das war. Wenn ich jetzt einen Elementarbruch mache, bringt das uns auch nicht viel, oder? Er hält zwei Runden. Komm, bis zur nächsten Runde. Ich glaube schon, dass das hinhaut, oder? Nee, haut's nicht. Mist. Egal. Er hält zwei Runden an, ist das... was? Ah ja, klar. Jetzt braucht Ophelia schon, dass das übermäßige Kraft bringt. Damit hier was passiert. What next? So, Honey, was machen wir mit dir? Du hast gar keine Dinger mehr. Das heißt, das gleich wird es schwer mit Axt, ne? Nimm mal. Das da. This will help us. So, jetzt ist Axt wieder im Spiel. What? Kommen die Knöbel denn her? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Muss wohl daher kommen, dass er unter 50% Dings ist. Gut, soviel zu Elementarbruch. Würde uns jetzt garantiert was helfen? Yay! Feuer! Kommen, if thou darest. Honey, hast du irgendwas, womit du den Pfeilregen... Hey, Pfeile sind auch... Aber die haben nicht so oft getroffen, blöderweise. So, Cyrus, aber du kannst jetzt eigentlich theoretisch wie... Was? Warum? A gift for you. Egal, wir haben Feuerseelensteine. Angreifen kann ich immer irgendwie. I'll do my best. Okay, ja, genau. Irgendwie hat er sämtliche krasseren Zauber. Ich verstehe gerade nicht nach welcher Logik, aber ein paar Zauber sind gesperrt. Stimmt, hatte ich übersehen. Mist. Ja, Philly wird fast nutzlos, wenn ich nichts machen kann. Das ist ein bisschen doof. Ich kann Beteiligung und Licht angreifen, aber bringt das was? Ja, sie sind gegen Licht empfindlich. Aber auch nur, weil sie die Fröbel des Dunkeln sind. Dunkler Segen. Macht ihn schneller. Out of my way. Okay. Also ich glaube, wir werden einfach gleich die Seelensteine anwenden. Spart uns ein wenig Zeit. Take this! Ups, die sind im Eimer. Gut, dann ist er eher wieder frei, ne? Was Matthias ist wehrlos. Ja, das war ja die ganze Zeit schon der Dumpatz, der. Aber wir sind immer noch magisch gesperrt, blöderweise. Ich will gerade mehr heilen auf Hanni, aber geht nicht. Bringt jetzt vielleicht ein... Was ich so machen. So, unsere Axtdame ist wieder einsatzbereit. Hat dann Axt. So, das hast du jetzt davon, du Vögel. Ich finde, da ist überhaupt kein Dilemma hinter. Einfach mal volle Pulle angreifen, wäre doch lustig. Andererseits, wir könnten auch versuchen, dass Ophelia das Viech besiegt. Elemental Trick. Helfen wir doch nochmal ein bisschen. What next? Axt. Du sammelst mal schön weiter Punkte, weil dann kannst du wieder sofort Axt machen. So, Philly, deine große Stunde. Heiliges Licht, vernichte ihn. Mist. Wieder Powercapped. Dann halt Schneesturm. Was, der steht immer noch? Alter, du hast rote Energie. Fall endlich um. Komische Puppe, du.
Lux Conjure. Thus ends your lesson. La 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 la. Wow, Aino, liebes Lebens. Okay, was hat der uns hinterlassen, der Fröbel? Luft holen. Und nachsehen. Wobei, stimmt. Ich heile die Leute lieber vorher, bevor ich das vergesse. Sonst, das könnte Probleme sonst geben. Yay! So, alle wieder voll. Aus dem Tagebuch von Matthias, Prophet der verfluchten Flamme. Einst glaubte ich an die Lehren der heiligen Flamme. Als Diener der Kirche führte ich die Menschen zum Licht. Damals hätte nie jemand an meinem frommen Glauben gezweifelt. Doch rückblickend erscheint mir das alles unglaublich töricht. Wann begann ich der heiligen Flamme an der heiligen Flamme zu zweifeln? Vielleicht nach dem Treffen mit Lee Black? Aber nein, das hat nur beschleunigt, was ohnehin schon in mir wuchs. Schon bevor Lee Black auftauchte, hatten diese Gefühle in meinem Herzen Fuß gefasst. Das kleine Dorf, in dessen Kirche ich berufen worden war, fiel einer von Blitzschlag ausgelösten Feuersbrunnen zum Opfer. Augenblicklich stand alles in Flammen. So viele Menschen kamen darin um. Selbst die unschuldigen Kinder, die mir so sehr am Herzen lagen. Das klingt jetzt irgendwie creepy. Egal! Sie waren ohne Sünde und hatten diesen Tod nicht verdient. Ich meine, komm, so ein Kirchenheinz, der meint, oh, Kinder? Egal. Also betete ich zur heiligen Flamme. Doch so sehr ich auch betete, die Kinder kehrten nicht zurück. Närrisch wie ich war, glaubte ich von Herzen an ein Wunder könnte geschehen. Jeden Funken meines Glaubens brachte ich in die Gebete ein, bis ich endlich verstand, dass weder der Glaube an die heilige Flamme noch Gebete Wunder bewirken würden. Damit hatte der Glaube allen Wert für mich verloren. Mir war es gleich, ob die Macht, die ich benötigte, eine verbotene war. Es bliebe ein Wunder, wenn ein heiliger Zweck dahinter steckte. Das war der wahre Glaube, zu dem ich mein Leid geführt hatte. Ich habe nicht durch die Täuschung eines anderen zu ihm gefunden, sondern aufgrund einer Erleuchtung. Es war nur angemessen, dass ich eine solche Offenbarung hatte, denn ich bin der Heiland. Ja, auch wenn Le Black nicht für meine Erleuchtung verantwortlich war, bin ich ihr dankbar. Immerhin war sie diejenige, die mir 100 Jahre Leben schickte, was? In denen ich keinen Tag altern würde, was? Die schwarze Magie, über die aus den Tiefen der Hölle berichtete, kann den Tod überlisten. Und ich bin dankbar, dass ich dieses Wissen mit mir teilte. So alt war der Sack also schon? Was? Ich habe einem Heiland gleich ewiges Leben erlangt. Nein, nur längeres. Zumindest beinahe, sag ich ja. Es war meine Pflicht, mit Hilfe der mir verliehenen Macht so viele Menschen wie möglich zu retten. Deshalb musste ich die Welt in dunkle Flammen tauchen. Durch eine Schwächung der heiligen Flamme würde Galderas verfluchte Macht wieder durch das Finistor sickern. Weiter durch das Finistor sickern. Und ich wäre in der Lage, mehr davon für mich selbst anzuhäufen. Ich versteckte mich vor den Kirchenvertretern, die mich aufhalten wollten. Der Lauf der Zeit war mein Verbündeter. Die Erinnerungen an mich wurden verwischt wie die Worte im Sand. Kein Mensch konnte sich mehr an mich als Abtrünnig in der Kirche erinnern. Mit ausreichend vielen Blättern ist alles möglich. Auch sich einen neuen Namen zuzulegen. Und so arbeitete ich mich als Händler Matthias zurück ins Herz der Kirche. Sogar der verehrte Erzbischof Joseph hegte nie einen Verdacht gegen mich. Du weißt aber schon, dass das ein Mittelalter ist. Benenn dich um und schon ist der Name anders, du brauchst dafür kein Geld. Aber egal. Auf jedem Schritt bewies mir das Schicksal, dass ich auf dem rechten Weg war. So konnte ich Galderas Altar finden, einen Teil seiner Macht für ein Wunder nutzen, zum Retter von Leismühl werden und seinen Bewohnern befehlen, meine Wünsche zu erfüllen. Alles nur, weil ich auf dem rechten Weg war. Okay. Mit Simeon als Verbündeten brauchte ich weder Gold noch Einfluss. Die Obsidianer waren mir zu Diensten. Ob bewusst oder nicht. Simeon behauptete nie, mit den anderen über mich gesprochen zu haben. Aha. 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 Ihr beiden Sacknasen wart also auch noch irgendwie unter einen. Schön. Passt zusammen. Die größten Arschlöcher des ganzen Abenteuers. Warum auch nicht?
Sollte ich notfalls nur eine Geheimwaffe gegen sie sein? Oder hat er mir einfach nie ganz vertraut? Ich weiß es nicht. Aber es spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Roll, 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 roll. Nach Jahrzehnten harter Arbeit war die Zeit endlich gekommen. Mit dem Gift der Obsidianer gelang es mir, Erzbischof Joseph zu schwächen. Ein wunderbares Gift. Was? Was? Niemand bezweifelte einen Scroll höher, du Arschloch. Ich weiß schon, warum ich sauer bin. Niemand bezweifelte einen natürlichen Tod. Jetzt musste ich nur noch das Herz der nächsten Flammenträgerin Liane mit einem dunklen Schatten belegen, um die heilige Flamme in eine dunkle zu verwandeln. So hätte es geschehen sollen. So wäre es beinahe geschehen. Der Höhepunkt meines Schaffens war zum Greifen nah. So nah, dass ich den Kuss der Flammen spürte. Doch stattdessen wurde mir alles entrissen. Das Feuer erstickte und ließ mich in absoluter Finsternis zurück. Ich bin der Heiland. Was soll ich in dieser schwarzen Hölle? Verrecken sollst du da? Weil... Ophelias Faddy. Du Krompe, du. Es ist hier so finster. So furchtbar finster. Bitte. Rette mich jemand. Nee. Vergammel da ruhig, du dumme Sackratte. Ganz gut, dass wir sie jetzt zweimal aufs Maul hauen konnten. Ich halte das Ganze auch noch für einen tragischen Tod, ich Döpel. Sis. So. Heilen oder nicht? Boah, am besten nochmal gleich übers Grab laufen.